Kapitel 15 Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Jahwes in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham, ich selbst bin dein Schutz. Du wirst reich belohnt werden. Da erwiderte Abraham, Jahwe, mein Herr, was willst du mir denn geben? Ich werde ja kinderlos sterben, und meinen Besitz erbt Eliezer von Damaskus. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, wird mich beerben. Da kam das Wort Jahwes zu ihm. Nein, er wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst, der soll dich beerben. Darauf führte er ihn ins Freie und sagte, Blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst. Und fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham glaubte Jahwe, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Dann sagte er, Ich, Jahwe, habe dich aus Ur in Chaldäa geführt, um dir dieses Land als Eigentum zu geben. Jahwe, mein Herr, erwiderte Abraham, woran könnte ich erkennen, dass ich es je besitzen werde? Da sagte er, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Da fielen Raubvögel über die Fleischstücke her, doch Abraham verscheuchte sie. Als nun die Sonne unterging, fiel ein Tiefschlaf auf Abraham und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. Da sagte Jahwe zu ihm, »Du sollst jetzt erfahren, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben werden, das ihnen nicht gehört. Dort werden sie unterdrückt und zu Sklavendiensten gezwungen, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, wird mein Strafgericht treffen, und dann werden sie mit großem Besitz von dort wegziehen. Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter hat noch nicht ihr volles Maß erreicht. Als dann die Sonne untergegangen und es ganz finster geworden war, fuhr auf einmal etwas zwischen den zerteilten Tieren hindurch, das wie ein rauchender Schmelzofen aussah und wie eine brennende Fackel. So schloss Jahwe damals einen Bund mit Abraham und versprach ihm, »Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, vom Strom Ägyptens bis an den Euphrat, das ganze Gebiet der Keniter, Kenasiter und Kadmoniter, der Hethiter, Perisiter und Rephaiter, der Amoriter, Kanaaniter, Girgashiter und Jebusiter.«